So, da sind wir dabei. Saw, und ich muss sagen, wir tappen ziemlich im Dunkeln. Ha, ha. Oh Gott, die Folge fängt schon furchtbar an. Was soll das noch werden? Also ab in den Boilerraum. Wir gucken, dass wir den... Joi. Joink. Okay, ja. Wir müssen Jennings Foster retten. Wir brauchen ein Ventilrad, okay. Und sind noch auf der Suche nach einem Schlüssel. Weil hinten noch eine verschlossene Tür war. Aber, oh shit. Ach, komm schon wieder. Oh mein Gott. Einfach mal random irgendwo wieder aufwachen. So, ah, warte mal. Schmeiß ihn diesmal ins Klo im dritten Stock. Nein, nicht den vierten diesmal, mach's im dritten Stock, verwirrt ihn. Da stand irgendwas an der Wand gerade, ich hab's genau gesehen. No. No. Not this. Get this off me. Au. Shit, ja, jetzt haben wir auch einen Schrotflintenkragen. Bekannt aus Saw Nummer 3, glaube ich. Na super. Okay, wir haben einen Kragen. Im ersten Teil war es ja noch die Schrotflintenweste. So, was steht denn hier? Darkness illuminates. Können wir das Licht ausschalten? Nein. Ah, doch hier. Was haben wir denn hier? Feines Schlüssel. Was zum Teufel? Hahaha, du hast genauso schlechte Flachwitze wie ich heute drauf. Ist unglaublich. Okay, hier ist irgendwas. Oh, da ist der Schlüssel. Ich sehe ihn. Und ich habe ihn. Haha. Oh mein Gott, diese Rätsel. Ich nenne es nicht Rätsel. Nein, es ist es. Nein, es, man muss es nicht Rätsel nennen. Diese ins Klo greifen. Ist wirklich sehr einfach. Ist verdammt einfach. Ja, wirklich einfach nur X drücken. Man muss wirklich gar nichts machen dafür. Achso, das war schon das ganze Rätsel jetzt. Wow. Gut. Dann mal nur raus hier, raus hier, raus hier. Zum Pförtnerbüro. Wo sind wir denn hier jetzt eigentlich gerade gelandet? Auf welcher Seite? Hm, sieht auf jeden Fall ähnlich aus wie... Okay, das ist eine creepy Waffe. Von mir aus, den nehme ich mal mit. Sieht auf jeden Fall ähnlich aus wie der Raum, aus dem, in dem wir gerade rein sind. Oder in dem wir waren. Also wir sind immer noch in diesem Boilerbereich, sag ich mal. Ach du Scheiße, Schrotflintenkragen. Ihr Schrotflintenkragen reagiert auf bestimmte Feinde mit ähnlichem Kragen. Wenn sie einem von ihnen näher kommen, fangen die Lampen hinter an ihrem Kragen an zu blinken. Je näher der Gegner, desto schneller blinken sie und desto eher geht ihr eigener Kragen hoch. Nach Aktivierung sollten sie sich also vom Gegner mit einem Kragen möglichst fernhalten. Bleiben sie lange genug auf Entfernung, explodiert der gegnerische Kragen und wird deaktiviert. Aha. Well, fuck that. Bam! Okay. Da muss ich also ein bisschen mit den Gegnern spielen, sage ich jetzt mal. Da muss man sie aktivieren und dann auf Distanz halten danach. Das ist auch extrem fies. Einfach mal teasen, so du bist, verriegeln und warten, bis er platzt. Wunderbar, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Wo kamst du denn raus, mein Freund? Hm. Aus einem Bereich, der genauso wenig vertrauenserweckend aussieht wie alles andere hier. Und wow, der ist ziemlich verwinkelt, dieser Kellerbereich, muss ich sagen, irgendwie. Und die Map hilft nicht so arg, irgendwie, weiß ich nicht. Die ist zwar da und man sieht wirklich alles, aber... Ja, keine Ahnung. Das ist so eine Art von Map, die man echt irgendwie strange lesen kann, nur.
Aber wir sind auf jeden Fall im Pförtnerbüro. Und jetzt müssen wir ein... Ja, genau, stimmt, das Ventilrad natürlich. Wir müssen ja noch durch den Boilerraum durch auch irgendwann. Aber schauen wir mal, hier war doch irgendwas. Hier kann ich drehen. Knacken. Wollen wir das doch mal machen kurz. Mal sehen, ob die hier wirklich arg viel schwerer... Okay, das funktioniert schon mal nicht. Das funktioniert auch nicht, also muss das Grüne schon mal dahin. Dieses Grüne hierhin. Dieses Gelbe hierhin. Na. Bingo! Und damit hätten wir dich ja auch schon geöffnet. Bin mal gespannt, was es uns jetzt gebracht hat. Gibt, ob es hier wirklich so Collectibles... Oh, schau an, was zum Teufel. Schrotflinte drin, oder wie? Oh, das ist so eine Ruhe, wo ich noch Zahnräder brauche dafür. Ach du Scheiße, okay. Gab's ja im zweiten Teil auch schon. Wow. Zahnradgröße. Nehme ich doch mal das hier. Das hier. Das hier. Keine Ahnung. Wie baue ich denn jetzt weiter? Vielleicht sollte ich hier hochbauen. Nein. Was? Ah, hier kommt das Große hin. Können wir hier vielleicht dann so rumbauen irgendwie? Okay. Okay. Nein. Das entferne ich mal wieder. Verdammt! Verdammt, okay. Er hat mich irgendwie gerade. Ah, niemals! Ich habe ihn, Mann, aber sowas von. Was haben wir denn hier? Schrot, Schaufelrad und Bandagen. Okay, das hat sich irgendwie nicht so wirklich gelohnt gerade. Naja, gut. Wenigstens haben wir gesehen, dass es auch Kistenrätsel gibt. Dass es auch hier Kistenrätsel gibt. Aber was ich schön finde bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, man rennt nicht so oft in Scherben wie im zweiten Teil. Da waren ja die Scherbentrolle unterwegs, das ist ja auch nicht mehr normal. Die haben hier, glaube ich, dreifach Schichten im zweiten Teil geschoben, dass sie so viele Scherben verteilen können überall. Und ich bin wirklich froh, dass es hier nicht so der Fall ist. Basie, nö. Ich bleibe erstmal mit Puppenarm. Ich würde mal gerne mit dem Puppenarm verprügeln. Das ist schon sehr, sehr lange Zeit ein Traum von mir, einfach mal irgendjemand mit dem Puppenarm verkloppen. Und hey, warum mir nicht mal Träume erfüllen? Das heißt, kommen wir mit den Gegenschauen Puppenarm. Oh, Wischergriff. Naja, wobei das wäre auch ein interessanter Gedanke, aber nein. Puppenarm ist dann doch irgendwie noch ein Stückchen lustiger, finde ich. The Weedle is nearby. Okay. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh, holy shit. Oh, nein. Oh, ich darf hier nicht einfach so rumrennen. Ich habe es im letzten Moment gesehen. Ich konnte nicht mehr stoppen. Es ist so schlimm, wenn du rennst und du siehst, du stirbst und du kannst nichts mehr dagegen tun. Okay, gefährlich. Extrem gefährlich. Da müssen wir ein bisschen langsamer durchgehen als sonst. Oh, muss ich den Typen im Kragen jetzt nochmal töten, oder wie? Oh ja. Muss ich dann wohl. Gut. Bleibe ich mal hier und warte, bis du explodierst. Plopp. Wunderbar, wunderbar. Also, die kleine Jigsaw-Kiste mit dem Ding drinne. Was hat er eigentlich dabei gehabt? Nichts. Die werde ich jetzt nicht nochmal öffnen. Ich werde jetzt schleunig sehr lang gehen und dieses Mal diese verdammte Falle vorher entschärfen, bevor ich durchrenne wie so ein Trottel, ohne nach unten zu gucken. Ich muss sagen, was die Fallen angeht, ist es um einiges fieser als im zweiten Teil bisher. Also, das sind halt wirklich mal Fallen, wo man nicht... Ach, sehr gut. Okay, langsam, langsam, langsam. Ich darf hier nicht so unvorsichtig sein. Irgendwie fühle ich in dem Spiel den Survival-Horror ein bisschen mehr als im zweiten bisher. Habt ihr das gelesen? Sehr gut. Weiter geht's.
Okay, ja, was ich damit sagen will, ist es nicht, also ist von den Gegnern her sind natürlich jetzt nicht so übertrieben gesät wie in bekannten Spielen, Resident Evil, Silent Hill, was auch immer. Elektrizität ist ihr Freund. Wenn Sie eine Sicherung haben, können Sie damit einen Sicherungskasten aktivieren. Durch das Aktivieren eines Sicherungskastens wird eine Tür, eine Lampe oder sogar eine elektrische Falle für Ihren Gegner mit Strom versorgt. Sobald der Strom fließt, sollten Sie sich vor Wasserpfützen in Acht nehmen. Ja, okay, das ist allerdings wahr. Bestes Beispiel, da vorne. So sollte man es nicht machen. Was? Oh, das war mein Handy. Ja, es ist blöd. Ich benutze immer während dem Aufnehmen die Stoppuhr, also auf meinem Handy natürlich, um zu sehen, wie lange ich ungefähr aufnehme. Und wenn man beim Handy der Akku leer ist, das klingt, wie wenn man es furzen würde. Ich erschrecke mich jedes Mal aufs Neue. Warum muss Sony, why you take so scheiß Sounds? Ach, guck an, die Waschmaschine, die kennen wir doch auch irgendwo her. Aber was ist dieses Mal drin? Der Trockner, Entschuldigung. Oh, schau an, dieses Mal ist wirklich ein Kopf drin. Wahnsinn. Ach, sonst gar nichts mehr, okay. Warum auch nicht? Ich bin schon extra... Ach, okay, das ist ein... Okay, der Raum ist verbunden hier. Oha, ich habe extrem viel Zeug, um Fallen zu bauen, aber irgendwie brauche ich die Fallen gar nicht so wirklich. Zahnräder. Das ist ja der Wahnsinn, ey, was du alles mitkriegst. Du kannst voll MacGyver spielen. MacGyver können sich hier Atombomben basteln. Au, da ist das Ventil, das ich brauche. Oh, was für ein Zufall, dass hier die Sicherung für diesen Kasten drin ist. Oh, wunderbar. Fusebox. Toggle it, baby. Okay, gar kein Rätsel. Ich dachte, ich muss jetzt so ein schalterkastelmäßiges Rätsel aus dem Teil 2 machen. Tischbein. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht mal mit dem Tischbein auf einen losgehen? Ja, fragt es euch doch einfach mal. Warum eigentlich nicht mal jemand mit dem Tischbein verkloppen, bis nur noch Gehirnmasse aus ihm rausläuft? Denkt mal drüber nach. Okay. Tischlampe. Nein, Tischbein. Tischbein ist irgendwie aggressiver. Ah, nice. Wunderbar, wir haben das Ventilrad. This is the guy they told us about. What? Shut up! You hear someone? Okay. Oh fuck, ich habe auch so den Hypo benutzt. Na super, ich wollte eigentlich nur das Licht anmachen, aber ich sollte das Licht vielleicht erstmal kurz auslassen, während die da draußen rumstreifen. Schon wieder eine Verlagte, also. Die sind ja auch verteilt. Aber Herr, hey, Herr, what the fuck? Hey, mehr random Hintergrundstory für euch. Ah, sehr gut. Hypo. Nagel. Ich zeig mich gleich, kein Problem. Ah, warte mal. Wow! Ah, wow, okay. Nee, ist nicht. Sag mal, ich habe ihn noch... Ich bin zu langsam. Wow, ich bin zu langsam mit dem Tischbein. Holy shit, ich bin viel zu langsam mit diesem Tischbein. Wow. Okay, ich sollte mal ganz kurz... Hallo? Wow. Hey, man ist hier extrem schutzlos, wenn man einfach mal einen Gegner vor sich hat. Spritz dich. Komm schon. Oh Gott. Gehen wir mal die Tischlampe, verdammt nochmal. Nicht das! Warte mal! Oh, holy shit, die Gegner sind ja mal richtig pain in the ass, wenn die auf einen zugerannt kommen. Die Waffen sind so extrem langsam, das kann man absolut gar nicht timen, das ist echt schlimm. Also, da habe ich am Anfang das Kampfsystem noch so hoch gelobt. Und jetzt nach ein paar Kämpfen muss ich sagen, scheiße ist es, schwierig. Ich kann teilweise verstehen, warum sie es abgeändert haben, irgendwie sogar. Oh Mann, das wird noch lustig, glaube ich. Das wird noch wirklich lustig hier.
an den ganzen Freaks vorbeizukommen, weil es sind sicherlich noch einige mehr in diesem Spiel als nur die paar, die wir bisher schon gesehen haben. Okay, ich bleibe auf meiner Kampfhaltung. Ich habe nämlich das blöde Gefühl, dass hier noch irgendwann einer rumsteht. Ja. Wow. Ah. Vor allem. Keine Chance, Mann. Guck mal. Zack. Oh, yeah, das war gut. Das war schön. Ja, da muss man sich echt mal reinfinden, erstmal. Da muss man sich echt erstmal rein. Ich glaube, es gibt für jeden Kill mit einer bestimmten Waffe ein Trophy, kann das sein? Das ist ja der Hammer. Was habe ich denn jetzt eigentlich dabei? Achso, immer noch die Tischlampe. Was hatte er denn Schönes? Oh, hat das, er hat es mir auf dem Schädel kaputt geschlagen. Okay. Von mir aus. Von mir aus. Wow. Oh yeah, baby. Bare fists. Und jetzt komm schon. Komm schon. Tu es. Ah, komm schon. Oh, Schrotflintenpatron. Wer hätte gedacht, dass du die dabei hast? Komm schon. Ja, ja, ja. Ja. Hooray. Haha. Damit ist mein Tag gerettet und ich würde sagen, damit beenden wir diese Folge erstmal. Wir gehen beim nächsten Mal wieder in den Boiler Room. Und danach versuchen wir Jennings Foster zu... Ich vergesse den Namen jedes Mal. Jennings Foster. Das ist aber auch ein komischer Name. Bis dahin. Haut rein.